So, eventuell eine neue Folge, eventuell geht es dann direkt weiter mit der letzten, aber wie gesagt, das müssen wir mal gucken. Wie lange wir jetzt brauchen. Für Ausrüstungskleidung. Wie lange jetzt Yvonne braucht. Ja, wie lange einfach wir brauchen mit der Mission, wenn es tatsächlich sein, dass eine Mission in 20 Minuten geht, brauche ich die nicht dranhängen, die Folge. Aber wenn wir jetzt natürlich eine Mission haben und dann in 4-5 Minuten geht, dann hänge ich die an die nächste Folge einfach mit dran und dann ist gut. Darum geht's letztendlich. Okay, diesmal muss ich die Ausrüstungsdinger kaufen, okay. Aber man die nur in öffentlichen Kart holen kann. Also einen offenen Server suchen. Hier, Bruder, ich bezahle sie. Wie musst du wissen? Wenn du sagst, du willst sie kaufen, ja, dann. Bezahle ich die mal. Okay. Kauft, oh. So. Hm? Oh nee, das ist das. Hä? No. Das ist prickelnd, sag ich nur. Hm? Was? Wie? Wer? Wann? Was? Halt, warum? Ja. Wir machen jetzt einen Akt und da wird's prickelnd, meint sie. Ach so. Ach, Yvonne mag sehr so, die. Mission müssen wir machen. Hm. Musst du nur die Ausrüstung kaufen. Pff, okay. Hab mir fast eine Million gekostet. Ja, hätten wir es auch besorgen können, wenn das so teuer ist. Ja. Tatsächlich wäre es vielleicht sogar cooler gewesen. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Das können wir beim letzten machen. Schauen, ja. Klar. Beim letzten Akt? Yep, das ist hier der vorletzte. Wir jetzt vorbereiten. Wie gesagt, diese Mission ist eklig. Merkt euch das jetzt schon mal. Die jetzt kommt. Ne? Ich stelle am besten so auf leicht. Mach das und nicht auf schwer, wie du es jetzt eingestellt hast. Ja, voll schwer. Bitte. Sehr schwer. Ja, ich kann sie lieber auf leicht stellen. Okay. Naja. Dann lass sie auch normal. Ich gehe nochmal raus. Wir sollten uns erstmal besser hier Snacks holen. Sicher. Was? Snacks, ich lade euch mal die Basis an. Könnt ihr bei mir Snacks ich habe jetzt verstanden, wir sollten uns erstmal Sex holen. Also. Oh Gott. Markus. Die können wir echt gebrauchen hier bei dieser Mission. Du hast immer komische Gedanken im Kopf. Typisch Markus, ey. Naja. Der versteht nur das, was er will. Kann ich die hier auch an? Ich kann die auch besorgen. Ah, sogar kostenlos. Ja. Mann. Ja, geh erst mal ein bisschen Sex besorgen. Ja, ich stehe hier auch neben Yvonne. So, ich bin voll. Ah. Kev, brauchst du auch welche? Was? Brauchst du auch Snacks? Warte mal, ja, bestimmt. Ich guck nach. Weißt du, wir reden gerade, Markus irgendwie Sex besorgen und die wollen einfach so als Kett, ich bin voll. Ja, voll gestopft. Ja, nee, voll mit dem So, wo kann ich Sex besorgen? Hier an der Theke, oder was? Ja, bei der netten Frau kannst du dir Sex besorgen, genau. Ja, geil. Na, Yvonne? Na, jetzt. Okay. So, weil so. Bei der Mission wäre das besser. Jetzt einmal ein bisschen Sex Unsere besorgen, genau. Die Rettungsmission ist nämlich sehr knifflig. Das kann nur gut werden. Das macht sehr viel Hoffnung für den Laufverlauf, der weiteren Verlauf. Jetzt auch noch. So, wo ist der Sex? Oh ja. Oh ja. Kommt nochmal. Kev will wieder zugucken, ist ja klar. Ja, ich. Spannung. Ja, aber natürlich, klar. Wieso? Ist ja klar, dass Kev wieder spannen will. Ich will immer spannen, das weißt du. Der da ist. Fette Wespe. Ja.
Die Avenger. Eine Wespe Weppe. Eine Wespe. Ob wir eine Wespe am haben? Natürlich, wir haben eine fette Wespe an. So. Dach getan, da. Kann irgendjemand ziemlich tief fliegen? Bitte, wen kann jemand fliegen? Ein Riesenflugzeug tief fliegen, wissen wir gleich. Ich würde es gar nicht probieren. Tief fliegen ist, glaube ich, nicht so gut. Ich bin froh, wenn ich oben bleibe. Ich kann tief, Yvonne. Also Markus okay. Ist so. Markus ist ja. Also Markus ist so unser dann geistiger. Dann übernimmst du die Vorbereitung. Ich mache dann bei der Hauptmission noch fliegen, weil hier müssen also, wir tief fliegen gleich, wenn wir da rauskommen. Die passt von Helikopter auf den Deck. Markus, die Mission passt dann zu dir. Du bist so der geistige Tiefflieger der Gruppe. Nö, wenn ich mit Yvonne unterwegs bin, dann ist es immer am tiefsten. Oh. Du bist immer am Tiefpunkt, ich weiß. Ja, am Punkt, genau. An dem Punkt. Ich bin an dem Punkt angelangt. Ach, ja, natürlich. Der war geplant, der Flüssigste. Hauptsache, wir haben einfach mal 13 Kilometer vor uns. Ja, wir müssen den Flüssigste kaufen. Wo bist du hin? Den Flüssigste kaufen. Okay. Aber jetzt, bei der Hauptmission könnt ihr merken, warum ich diesen Booster gewählt habe. Ist schön alles nah aneinander, riecht. Und hier über die Siege fahren. Und vielleicht eine Liederballerei drücken, was genau, in den Leben. Also merkt ihr, eins bis Kreuzpasse oder nichts. Unser Rennen. Ihr nachts später machen. Unser Rennen ist abgesagt, Markus. Ja? Ja, 10 Leute. Ich finde es schade, weil ich wäre gerne gefahren. Ich hätte die Punkte gerne mitgenommen, aber dann ist jetzt erstmal heute Pause. Schade eigentlich. Wir fahren wiederholt zusammen. Vor allen Dingen es ist Abu Dhabi war es nicht, aber Spanien war ein verschobenes Rennen. Und wir fahren den noch ein Stück. Ich muss mal ganz kurz meine Freundin. Ist schwer so still, Yvonne. Die Musik. Vor allem gestern Abend wieder, ja, da schicke ich dir was Liebes über WhatsApp und du schickst mir so ein Monstrum-Gift zurück. Was soll mir das immer sagen? Das sollte sagen, wo ich gerade bin. So. Ach, bei Dings, bei Ark oder was? Nee, Skyrim war das. Ach, Skyrim? Müsste ich auch mal wieder weiterspielen. Habe ich auch noch nicht zu Ende gespielt. Das war doch hier der. Dann ist das dieser ältere Drache, ne? Auf dem Berg oben, oder? Ja, das gibt ja mehrere Sachen. Das Lustigste gestern, ich Gespräch, ne? Kommt mir so dran, also kann man sich nicht mal hier unterhalten oder was? Erstmal den verprügeln. Und ich, Doofkopf, hab gestern meinen Bogen verkauft. Kann passieren. Muss ich meinen Bogen wieder finden, deswegen einen Bogen finden. Ja, aber Skyrim ist eigentlich ganz cool. Ich mag sowieso die ganze Elder Scrolls-Reihe. Es ist halt nur schade, dass es in Zukunft, glaube ich, nicht mehr für PlayStation erscheinen wird. Ah, das ist doch schade. Oh Gott, was muss ich wieder so ein Leckplatz da?
Ich glaube Fallout dann auch nicht mehr, oder? Ich glaube Fallout dann auch nicht mehr, oder? Keine Ahnung, ich habe das jetzt noch nicht gespielt. Na, die haben doch Bethesda irgendwie exklusiv Microsoft. Uah. Das sind mal Spiele, wo ich nicht mitreden kann. Das ist aber, glaube ich, genauso wie die Sache mit Formel 1. Da weiß auch noch niemand genau, wie jetzt die Involvierung von EA da aussieht. Ob die jetzt das Spiel kommt, wenn ich richtig gelesen habe, am 16.07. Ja, aber inwieweit jetzt EA da jetzt involviert ist in die Entwicklung, das weiß man ja gar nicht so genau. Oder ob das eigentlich immer noch von Codemasters gemacht wird und nur von EA über... Keine Ahnung. Was ich meine, so. Ich fände es cool von EA, wenn wir dann wieder die Original, wie damals beim 2.6er, die Original RTL-Kommentatoren drin hätten und so. Beim 2.6er hast du ja dann, wenn du Karriere gespielt hast, haben sie dir das doch kommentiert und alles. Das war so von der Aufmachung, war das so das Beste. Ihr wisst hier, weil er nachtig geblieben ist. Wenn man jetzt anschaltet hier im GDR. Hä? Wir müssen da gleich Nachtsicht anmachen. Nachtsicht? Das ist blind wie eine Leiche. Ja. Röntgen, blick mal zu. Ja, sowas in der Art. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, das ist doch quasi dann... Ach, die... Ist das nicht... Haben wir die nicht schon mal gehabt, die Mission? Nein. Oh. Das war ich. Jetzt. Kommt ja am besten schnell hier hoch und das Haus. Bin schon da, ja. Ist die versteckten Schnittenfahrten hinter den Häusern. Also ich komme nämlich gleich aufs Dach. Ich komme nämlich jede Menge Gegner, wo ich plötzlich bin. Der klettert bei mir aufs Dach. Ach, geh doch dahinter. Ja. Ey, durch das Gebäude durch. Weil ich will in Deckung gehen, was macht er? Stellt sich erstmal neben das Gebäude. Naja, wir haben nicht die Mission gemacht, wir haben so eine ähnliche Mission gemacht. Ja. Wir haben die Mission am Militärflugplatz gemacht. Du kannst ja gar nicht in Deckung gehen, oder was? Ganz oben, Alter. Okay, da ganz oben muss ich mal. Der eine. Alter, ich dachte, der steht jetzt ein Gegner, das ist Markus. Ich weiß nicht, wie viele das noch sind, aber mir gefühlt ist es nur noch einer. Das sind mehrere. Auf der anderen Seite sind noch welche. Wir sollten erstmal gucken, dass wir jetzt diese Generatoren anmachen. Ja, einer muss ja ganz oben irgendwo sein und da gehe ich jetzt erstmal hin. Ich bin schon auf dem Weg. Ach da. Oder wie oder was oder wo? Ich blick gerade gar nicht mehr durch. Boah, Alter, was geht hier ab, ja? Geh mal runter! Jetzt! Ich bin, glaube ich, doch an der falschen Treppe.
Hätte ich wieder einen Gegner machen. Bin ja auch schon in Deckung gegangen jetzt hier. Oh. Kurz heilen hier schnell. Alter, was geht ab, ja? Ich sag, wir snack schnell, ich wüsste jetzt warum ich das gesagt habe. Aber so sind vor die ganzen Gegner wirklich wegzuballern, wenn wir wieder runter wissen auch. Da unten rechts ist noch irgendwo einer. Mann, ich geh in Deckung! Meine Fresse! Da komm ich auch von dem Winkel nicht dran. Mit dem Entdeckung gehe hier in dem Spiel manchmal so zum Kotzen. Ich krieg den einfach nicht erwischt. Ich habe unten einen erwischt. Jetzt. Ja, ich hab den dann mir geholt, den Typen. Ich war nicht in der Lauf. Nicht schon da. Also ihr seid da schon. Okay. Den linken hab ich angemacht. Andere Seite, Cash. Andere Seite. Nee, da. Nicht ja, ja, hab schon. Läuft. Ich vermute, dass jetzt noch mal ein paar Leute kommen. Ich werde die Avenger. Das wollte ja Markus machen, Tiefflieger, ne? Ich hatte nämlich tatsächlich, wo wir die auf dem Militärflugplatz gemacht haben, wir hatten ja Fort St. Cooler, mussten wir auch mal einen Flieger rausholen. Weißt du, erinnerst du dich? Da bist du doch einfach abgehauen, nee, Markus. Ich glaube, über Türe war das, ne? Und hast mich dann stehen lassen. Na, weil Yvonne bei mir im Flieger war. Ja, geil. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen mehr mit als mit zwei Leuten in dem Flieger fliegen können. Ja, das klappt. Okay, das wäre nicht super. Es wäre sogar besser, wenn einer hinten geht und hier sich an Geschütz stellt. Nur ja, das ist mein Part. Dann stell du am besten hinten ein. Ja, ah, ich stelle immer gerne hinten. Iwönchen, kommst du zu mir? Ja. Damit ich hier nicht so einsam bin, hier vorne im Cockpit. So. Wir tiefliegen jetzt. Die haben wir gesehen. Das ja, fliege ich dann bei der letzten Mission, wenn du in der Zeit, ja? So, dann gehen wir mal jetzt an den Geschützturm. Wie tief muss ich denn fliegen, Yvonne? Ja, gute Frage. Halt dich am besten über das Meer. Am besten da lang. Ja, aber ich muss ja so oder so über die Berge. Na, jetzt kriegst du eine Anzeige. Ja. Das ist alles in Ordnung, okay. Ja, bis auf Kev, der uns wieder mal bemerkbar macht. Nö, ich schieße die Helis ab, die hinter uns sind. Das haben wir aber besser hingekriegt als das andere Team, was ich erhalten hatte. Das ist, da muss ich euch verloben. Der eine Heli, der wehrt sich aber die ganze Zeit, ich krieg den nicht runter von mir. Jetzt ist er weg. Da. Mach kurz meinem Penthouse zu winken. Hi! Penthouse! Auf jeden Fall hat es ein Heli gerade erwischt im Hintergrund, jawohl. So, das ist der nächste. Nächster Heli down. Ich hoffe, wieder einer. Ich bin froh, dass die Leitung hier nicht
ja, fest sind, also keinen Schadensdings haben. Das wäre schrecklich. Sich in den Stromleitungen verheddern, das wäre scheiße. Ja. Der ist aber sehr hartnäckig, der Kollege. Vergessen, so blöd in Skyrim. Warum greifen die denn mich jetzt an, ey, ne? Ich hab ja noch gar nichts getan. Das sind die Verbanditen. Und dann, dann checken sie erst. Ich so, oh, das sind die Vampirjäger. Da war ich verpasst. Sieht aber ganz gut aus. Wir haben hinten keine Feinde und ja. Ach, ich kann auch hinten rauszoomen. Oh Gott. Sollte auch die Texte lesen. Aber egal, alles gut. Aber ich muss mit dem Ball rumschießen. Wie gesagt, Feindpräsenz haben wir gerade keine. So, das mit dem Radar ist auch weg. Ja. Dann haben wir es ja tatsächlich gut geschafft, muss ich sagen. Und nur einmal wirklich gestorben. Mit diesem Teil habe ich fliegen gelernt. Feuer auf die Start! In den Helikoptermodus gehen. Gerade ja. Kann ich jetzt einfach so landen oder muss ich noch irgendwas ausfahren? Ja, nur ein paar Reifen. Ich darf den Steuerknüppel runterdrücken, wenn ich rechne, aber. Kriegst du Autoreifen? Ja, wenn ich aber rechts drücke, dann macht er nur die Dings rum, die Motoren. Nee, da mach ich Radio. Linker Steuerknüppel, also ein Alolux-Stick von jetzt. Ah, ja, jetzt. Ich bin das Ding nämlich noch nie geflogen hier. Oh ja, ich bin mal kurz auf Toilette, bevor es weitergeht. Okay. So, du kriegst du. So, na gut.